Moin Leute, willkommen bei unserem Whisky Adventskalender 2022. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür müsst ihr euch beim Newsletter anmelden und dann seid ihr schon dabei. Und jetzt viel Spaß. Moin Leute, willkommen zu Türchen Nummer 3. Jawohl. Heute mit Lasse und Tee. Willkommen bei Barry Beast, für die, die uns noch nicht kennen. Ja, sehr gut. Ihr schaltet gerade zu dritten ein. Nee, wir haben mal wieder einen hellen Vertreter und wir locken beide Bourbon. Nein. Ja, genau. Bourbon, Schottland und nein. War schon geraucht? Ja, also. Ja, aber ich finde das schon eine interessante wirklich, Nase. Ne? Ist vielleicht in so Richtung Stachelbeere. Bisschen erdig. Ach, schon wieder so ein bisschen Rost. Es sind so herbe Früchte. Also vielleicht, wenn man das von Sanddorn kennt. Kennt man. Das ist eine herbe Süße, die damit schwingt. Ja, das ist echt geil. So ein Sanddornlikör. Mehr mit so ein bisschen Sekt. Da gibt's, kann man so machen. Ja? Ne? Sanddornlikör mit, ja, doch. Total klassisches Getränk auf Sylt, ja. Man flaniert ja ein und aus dort. Nein, generell Nordsee natürlich. Alkohol ist gut eingebunden? Ja. Es ist ein Winter-Whisky, meines Empfindens nach. Ja. Also wenn wir jetzt auf einer Almhütte wären. Herbst, Winter, ja? Nee, aber du hast schon recht, so ein bisschen Laub habe ich, was so ein bisschen, ja, braune Töne irgendwie, wenn ich so ein Whisky in der Farbe mal einsortieren müsste. Was die Farbe? Braun. Helles Bernstein. Ach so, ja, die Farbe. Immer. Das stimmt. Solides Bernstein ist das hier für mich. Aber auch leichte Fehltöne. Okay. Komm, lass uns mal probieren. Ja. Slansche. Slansche. Huiuiui. 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 Mhm. Der hat eine Schärfe, die auch relativ schnell wieder verfliegt. Huiuiui. Geschmacklich erstmal richtig gut. Ein paar sehr interessante Noten. Fruchtig, wie gesagt, für mich noch immer so ein bisschen erdig. Aber es schwingt so eine Schärfe mit. Das ist Pfeffrigkeit, ja. Ja, pfeffrig. Eigentlich so ein bisschen wie Jalapeno. Irgendwas leicht angebranntes ist da. Also das sind schöne Töne, die da durchkommen. Es ist ein sehr warmes Mundgefühl, finde ich. Nicht ölig. Ja, in Richtung trocken, aber auch nicht zu trocken. Die Süße ist immer da. Und vor allem herbe Schärfe. Ja. Interessant. Geiles Zeug. Also das ist schon mein Kaliber, wobei ich ein, zwei Noten habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht ganz getroffen, aber es ist schon ein sehr geiler Whisky, muss ich sagen. Alkohol ist auch da. Ja. Wollen wir einen Schütteltest mal wieder machen? Mhm, gern. Kaum jedes Video, ne? Seid ihr bereit? Also ich hätte gesagt über 50. Ich sage, ich schüttle erstmal. Ja, hat er. Ja. Ich muss auch sagen, in der Hand riecht man manchmal noch ein bisschen mehr. Ich habe da gerade voll Alkohol. Überraschung. Die Nase entwickelt sich aber nicht zum Besseren, finde ich. Oh nee, ja. Jetzt auch ganz speziell. Also wenn man den bei dir mit dem Schütteln ist vielleicht auch noch mal ein bisschen krasser. Aber bei mir wird es schärfer, pfeffriger, klebstofflastiger. Mhm. Es geht immer mehr in diese Schiene gerade, ne? Mhm. Also, ich werde eine Sache einfach nur mal jetzt so schon mal sagen. Ich glaube, wir haben hier ungefähr, schon Harakiri, was ich sage. Aber ich glaube, wir haben 55 Volumenprozent hier gerade, die uns da um die Nase gehauen werden und den Gaumen. Ich sag 54. Alles möglich. Ist alles möglich, ja. Im Geschmack ist er einfach noch immer relativ zuckrig, ne? Bei mir kommen jetzt so ein bisschen diese Tannenaromen durch. Also Holzigkeit definitiv.
kommt jetzt stärker und stärker. Diese Schärfe ist definitiv Fassstärke, die jetzt hier durchkommt. Spricht dafür, dass er entweder ein Finish erfahren hat in einem kleinen Fass oder zu lang. Ja, was sein kann, ist natürlich Stouting. Dass es ein Virgin Oak sein könnte. Mhm, ja. Boah. Die Richtung wäre ich auch gegangen. Schwer. Das wäre auf jeden Fall, würde diese Würzigkeit erklären, warum denn nicht so karamellmäßig ist. Ich glaube, ich würde das auch gerne locken. Wir hatten aber auch immer mal so Whiskys, die über, also nicht die Whiskys selbst, aber wo es Getreide über Buchenholz und ähnliches getrocknet wurde, quasi geräuchert wurde. Und manchmal wird da auch wildes Zeug reingemischt in diesen Ofen. Das sind dann irgendwelche Heidekräuter oder sonst was und da erinnert er mich so ein bisschen dran. Die Frage ist ja, was für eine Getreidesorte wir jetzt hier haben. Da gibt es nochmal Bonuspunkte in dieser Folge. Ich sag Optik. Nee, ich lasse mich da nicht drauf ein. So wirklich. Nice try. Nice try. Wie viele Punkte gibt das dann? 20. 20 Punkte. Kannst du schon den Sieg einheimsen für dieses Spiel. Nee, aber schwer. Ist mir doch ein bisschen inzwischen zu intensiv. Aber hat sehr interessante, auch angenehme, süße Aromen hier drin. Fast schon so Pfirsich auch. Weißt du, an wen mich der erinnert? Leicht an diesen St. Kilian ungarische Eiche. Mm. Nee. Der wird, finde ich, immer stärker. Sowohl im Alkohol als auch in dieser Süße und in dieser herben Note. Also der wird es nicht sein, das auf keinen Fall. Aber für mich ist das Eiche. Aber das könnte schon ein guter Indikator sein. Vielleicht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Schotte so ein Whisky raushaut. Diese Tendenz zum, das ist eine deutsche Destille, finde ich gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Also Glen Ells ist es nicht. Dann bleibt Ales nur noch St. Kilian. Nee, ich versuche das mal. Ich versuche mein Glück. Sagst du Deutschland? Oder sagst du World? Ich sag World. Deutschland. World? World. Und ist Deutschland nicht dabei bei World? Ach du, ja stimmt, hatten wir gesagt. Ja, dann sag ich Deutschland. Okay. Wobei weißt du, was das ist? Ein Schotte. Kannst du machen. Nee, weil ich wüsste nicht, wer es in Deutschland sein sollte. Also vielleicht Nine Springs oder so, aber eigentlich, puh, weiß nicht. Hm? Also ein Schliers ist es nicht. Ja, ist doch alles gut. Ein Elsbein ist es nicht, ein St. Kilian ist es, glaube ich, auch nicht. Ich sage, es ist ein Schotte. Ist okay. Und ich sag Speyside. Speyside, und hast du schon was wegen Fass gesagt? Ja, Eiche. Das ist krass konkret. Ich glaube, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass es Eichenfässer sein müssen. Sehr gut. Na, du sagst ja Virgin Oak. Ja. Schließe ich mich an. Ist gut. Okay, spannend. Alkoholgehalt hatten wir auch schon. Du sagst ja 55, ich sag 53. Mhm. Und Alter ist jetzt auch nochmal spannend. Das wird spannend. Das ist eine sehr spannende Kategorie. Also mit Deutschland, das ist so ein bisschen gepokert. Ich, ne, könnte auch wirklich alles sein. Aber Alter ist schwer. Ich glaube, der ist an Fassstärke. 55%. Das heißt 8 Jahre. Sagen wir 6. 6 Jahre, sage ich. Komm, gelockt. Alles gut. Ich sag 10. Mhm. Kommen wir uns gar nicht in die Quere. Nee, ist gut, ne? Gut. Außer vielleicht mit den Prozenten ein bisschen. Ist gelockt. Was hattest du da? 54. 53. 53, ja, okay. Sehr gut. Ja, Benotung. Also ich finde auch, das ist ein nettes Ding. Die Nase wird für mich aber immer schlechter. Deshalb, also im Laufe der Zeit mit ein bisschen Sauerstoff, mit ein bisschen Schwenken, Tasten, kann die Nase einfach nicht mithalten. Da gebe ich ihm 82,
Im Geschmack und Abgang gebe ich ihm aber eine 85. Krass. Also ich finde auch, dass er immer ein bisschen schlechter eher wird. Aber er kriegt auch ein paar Aromen dazu. Also ich kriege hier immer mehr fruchtige Aromen. Ich habe jetzt ein bisschen Orange auch in der Nase. Also finde ich gar nicht schlecht. Irgendwie komplex ist er schon. Das kann man erstmal grundsätzlich festhalten. Ja. Allerdings ist es jetzt auch nicht mein Highlight. Aber wenn ich irgendwie was abtun müsste, was mir nicht gefällt, ist eher der Geschmack. Also die Nase finde ich eigentlich sogar ganz solide. Und deswegen 82, 80, 81. Von vorne nach hinten. Und dann sind wir mal gespannt, oh ja, was denn jetzt hier so um die Ecke kommt. Also, es ist mal wieder soweit. Ja? Das dritte Türchen beherbergt einen Whisky aus Deutschland. London. Geil. Schottland. Nicht. Ich glaube, wir haben das gar nicht geklärt, ne? Was Großbritannien, also England Rest und so. Of the world. England ist die Welt, ne? Ja, eigentlich witzig. Schon. So, seit 2016 wird in der winzigen, aber kultigen Brennerei Bimborough distilliert. dieses, ich hatte noch nie was von denen, muss ich sagen. Kann ich mich nicht erinnern. Dieses Einzelfass, in Klammern Bourbon, ergab nur noch 259 Flaschen mit 58,5%. Das ist immer leer ausgegangen. Ja. Eichenholz versüßt mit Vanille, Bananen und frischem Butterkuchen vom Helgoländer Inselbäcker beherrschen die Nase. Ja, selbstverständlich. Von wem auch sonst. Aber Banane, ne? Das stimmt. Ja. Ein Hauch Spekulatius gesellt sich hinzu. Am Gaumen explodiert er mit Vanille, Karamell und Holz. Mit Pfeffer, Aprikosen und Zimt kracht er wieder und wieder an die Banden. Lang und kantig zeigt er seine Jugendlichkeit. Also, halten wir fest. Ort. Keine Cut. Punkte. Alter. Alter. Hatten wir, da, noch nicht, ne? Hatten wir noch nicht. Okay, dann erstmal Volumenprozent 58. Keine Punkte. Genau, sind wir raus aus der Range. Fass. Und Fass hatten wir jetzt einfach einen Bourbon-Fass. Und wir sind beide das auf Virgin. Hab da gerade so ein Händchen für. So, genau. Und wir hatten, Bimba, ja, man kennt sie. Die Austria Edition übrigens. Was ich hier sehe, ja, Ex-Bourbon-Fass auf jeden Fall. Damit sind wir auch beide raus. Und Volumen, nee, Alter fehlt noch. Alter, ne? Fehlt, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir hier in der Whisky Base irgendwas an Informationen herausfinden. Also, abgefüllt 2021, aber hier steht kein Alter an NAS. Was hattest du für ein Alter angegeben? 6 Jahre. Also der wird wahrscheinlich in der Range, glaube ich, sein. Also zwischen 3 und 6. Ne? Ja. Zwischen 3 und 6. Wahrscheinlich. Aber schwer zu sagen. Schuh kann ich mir nicht anziehen. 135 Euro die günstigste Abfüllung. Stolzer Preis, würde ich dafür nicht zahlen. Ich ist aber auch hart limitiert, ne? Also 250 Flaschen oder so. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, spannend auf jeden Fall. Also das ist sehr fruchtig, schon komplex auf jeden Fall. Aber und das dann auch irgendwie aus einem reinen Bourbon-Fass rauszuholen, ist schon gut. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Altersangabe, ne? Das ist schade. Ja, also was haben wir hier? Wie fing er an? Seit 2016 wird in der winzigen Blablabla destilliert. Seit 2016, ja. Also kann ja maximal 5 Jahre alt sein. Ja. Könnte aber auch 3 Jahre alt sein. Du weißt ja, es nicht. Ja, gut. Ja. Verkraftest du keine Punkte heute? Ja, muss ich ja. Ist schon peinlich, aber... Ey, ich werde aber recht gehabt haben, bestimmt. Wahrscheinlich. Ich hatte auch schon häufig recht. Die Whisky-Götter wissen's. Ja. Wie mein Oloroso in Tag 1. Das stimmt, da hast du recht. Ja, also da so, hast du recht. Wir können... Nein, machen wir jetzt nicht so, wir sind hart. Ja, in diesem Sinne, morgen ist der 2. Advent und wir freuen uns, euch dort wiederzusehen. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao.